Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Bauprojekt aus dem Thema Wir bauen. Wir haben ja jetzt zwei Kugelbahnen gebaut und drei hatte ich bestellt und die dritte ist heute dran. Und ja, es ist eine etwas größere Kiste, denn das Ganze ist diese hier. Auch von Woodwick, die Galaxy Marvel One. Auch hier wieder mit einem Motor, also es ist eine elektrische Serie, hier oben steht das. Das ganze Teil hat 678 Bauteile und ist relativ groß. Ich bin gespannt, wie der Aufbau ist. Die letzte Mondbahn war ja vom Aufbau her relativ cool, obwohl wir ein paar Sachen zerbrochen sind, die ich aber noch fliegen konnte. Es gab ja noch ein paar Sachen, wo ich ein bisschen was ausbessern musste, weil die Bahn nicht so richtig gerollt ist oder die Kugeln, wie ich eigentlich wollte. Ich hoffe, dass das hier besser wird. Ich würde sagen, wir packen das Ding aus und schauen mal. Also, los geht's. So, dann machen wir das Ganze mal auf und schauen mal rein. Oben ist, die ist relativ schwer. Vom Paket war ja das letzte hoch. Lass mal gucken, wie die hier überhaupt aufgeht. Ah, hier. Okay. Ich will jetzt unbedingt den Karton hier zerreißen. Das wäre schade drum. Hier haben wir keinen Umkarton und wir haben hier, oh mein Gott, wir haben eine riesig große Aufbauanleitung. Ich hoffe, dass ich die einscannen kann von der Größe her. Das könnte relativ eng werden. Es sind einige Bauschritte drauf, sehe ich gerade. Was schön ist, dass die Teile auch markiert sind und also diejenigen, die ich brauche. Und dass die Plattennummern angemerkt sind. Also jede Platte hat eine Nummer von 1 bis, schieß mich tot, so nachdem wie viele Platten halt sind. Und die Nummer der einzelnen Platte steht hier drauf, wo die Bauteile drin sind. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Anleitung eingescannt kriege. Das seht ihr dann gleich beim Aufbau, ob das funktioniert hat. Ansonsten muss ich mir da natürlich was anderes einfallen lassen. Ansonsten kann ich euch die Anleitung leider nicht einblenden. Ist so ein bisschen doof, aber müssen wir halt irgendwie durch. Wir schauen einfach mal. Ja, das sind die ganzen Bauteile. Wir haben einige Platten und ich sehe auch gerade, wir haben verschiedenfarbige Platten. Beziehungsweise eine Platte hat eine andere Farbe, die ist etwas dunkler gestaltet vom Holz her. Ich merke gerade, meine Kamera müsste um ein Stückchen näher, also mein Mikro müsste mal ein Stückchen näher ran, sonst hört man mich ja ganz schlecht. Freunde, dann, ich würde sagen, ich check mal die Anleitung, ob ich die inscannen kann. Und dann legen wir los mit dem Aufbau. Das machen wir wie immer im Schnelldurchlauf, also mit höherer Geschwindigkeit. Die Komponenten sind wieder dabei, sprich Motor, Batteriefach, einen Ausschalter. Und ja, lass uns loslegen, Freunde. Ich scanne die Einladung, ich scanne schnell der Bauanleitung. Wenn es klappt, ansonsten muss man was anderes einfallen lassen, dann wir sehen es gleich. Bis gleich, Freunde. Also, das mit dem Scan hat leider nicht geklappt. Die kriege ich hinten meinen Scanner rein. Deswegen werde ich die hier liegen haben und werde das Teil halt so bauen. Schade, dass nicht funktioniert. Aber ich mache erstmal die Kamera jetzt weg, schalte das Mikro aus, weil Palabern brauche ich nicht, wenn im Hintergrund Musik läuft. Und ja, dann lasst uns loslegen, Freunde. Also, Attacke.